Ja, dann beginnen wir. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag zu Neo 2. Neo ist ein Tastaturlayout, eher ein Nischenthema, denke ich, aber wir tippen wahrscheinlich hier viel auf der Tastatur. Und sogar der Patrick Strasser Michael hat 2017 einen Vortrag Broken by Design vorgetragen, wo er bereits Tastaturlayouts diskutiert hat. Ihn hat es eher von der Hardware-Sicht interessiert. Uns interessiert eigentlich nur, wie man es konfiguriert und dann auch nutzen kann. Wer sind wir? Also ich bin der Lukas Prokop, ich bin selbstständiger Softwareentwickler und nebenher auch Mathematikstudent. Und das erste Mal auf Neo 2 bin ich im Jahr 2011 gestoßen und im Zuge des Studiums habe ich den Christoph kennengelernt. Ja, hallo, ich bin der Christoph. Ich habe Neo durch den Lukas kennengelernt, durchs Mathe-Studium und durch den Lukas im Jahr 2018. Ich darf gleich beginnen. Wenn man uns eine Tastatur anschaut, wir haben links oben das Q, daneben das W und so weiter. Kurze Umfrage in den Raum, wer weiß, warum die Tasten gerade so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind? Also doch die wenigsten, okay. Gehen wir kurz darauf ein, das geht zurück auf die Schreibmaschine. Die Schreibmaschine funktioniert ja folgendermaßen, ich drücke auf einen Knopf und daraufhin wird der entsprechende Typenhebel nach vorne geworfen und schreibt den richtigen Buchstaben aufs Papier. Ein Amerikaner hat daraufhin beschlossen, das Problem an der Sache ist, wenn man schnell schreibt, können sich die Typenhebel vorne verfangen und man muss ja dann händisch lösen, das kostet Zeit. Ein Amerikaner hat daraufhin beschlossen, das kann man verbessern, hat sich die englische Sprache angeschaut, welche Buchstabenkombinationen kommen häufig hintereinander vor und hat aus da heraus hat er dann QWERTY entwickelt, das ist das Tastaturlayout, das wir alle kennen. QWERTY hat sich dann sehr schnell zum Standard entwickelt. Es gab dann auch sehr bald regionale Abspaltungen. Im Deutschen zum Beispiel haben wir QWERTY. Unterscheidet sich in erster Linie dadurch, wir haben das Ö, das Ä und das Ü direkt auf dem Hauptfeld, was wir im Deutschen brauchen, die englische Sprache halt nicht. Und das Y und das Z sind vertauscht, weil wir im Deutschen das Z quasi nicht verwenden, das Y quasi nicht verwenden, das Z aber schon. Mit dem Computer hat sich das Problem des Typenhebels dann irgendwie aufgelöst. Man hat dann beschlossen, Neo ist veraltet, wir probieren was Neues. Wiederum ein Amerikaner namens August Dvorak hat daraufhin beschlossen, gut, worauf können wir uns jetzt konzentrieren? Wir können das Ganze ergonomisch machen, das heißt, dass wir die Hände weniger bewegen müssen und dass wir auch schneller tippen können dabei. Das heißt, er hat das vielleicht eh bekannte Layout Dvorak entwickelt. Die Ziele waren in erster Linie, die Hände sollten sich abwechseln, um das Tippen zu beschleunigen. Wir sollten Buchstaben, die wir häufig verwenden, in der mittleren Reihe haben. Wir sollten Buchstaben, die wir eh nicht brauchen oder wenig brauchen, in die untere Reihe legen. Nachdem viele Personen oder die meisten Personen Rechtshänder sind, sollte die rechte Hand mehr verwendet werden als die linke. Und die Graphen sollten nicht auf nebeneinander liegenden Tasten liegen. Schönes Beispiel auf QWERTY, das Zu, also wenn wir zuschreiben wollen im Zehnfingersystem, verwenden wir zweimal den rechten Zeigefinger. Das dauert lang, das wollte man verhindern. Entstanden ist Dvorak. Das war aber dann weit nicht der einzige Ansatz, das ist nur der bekannteste. Also schöne Beispiele sind einerseits die sogenannte Drei-Sprachen-Tastatur, ausgelegt auf Deutsch, Englisch und Spanisch, dass man alle drei leicht schreiben kann. Rhizome, ein Projekt von Schülern entwickelt, ist übrigens ähnlich alt wie Neo. Aus der Neo-Welt eine Weiterentwicklung von Neo, da fällt auf, dass Punkt und Komma nicht so wie bei den meisten Systemen rechts unten liegen, sondern woanders verteilt sind. Und es gibt Neo, auf das wir jetzt genauer eingehen werden. Das ist ein explizit für die deutsche Sprache entwickeltes Layout. Das heißt, der Deutsche Hanno Behrens hat 2004 die erste Version veröffentlicht. Die Ideen waren ähnlich wie bei Dvorak. Wir wollen Ergonomie haben und wir wollen schnell tippen können. Weiters aber eben die deutsche Sprache, alle anderen, oder gerade bei Dvorak und QWERTY, die sind auf Englisch ausgelegt und dann ein bisschen angepasst fürs Deutsche. In dem Fall geht es direkt in erster Linie ums Deutsche. Außerdem sollte das System trotzdem einprägsam bleiben.
Genau, ich werde kurz erklären, wie man jetzt Neo 2 zum Laufen bekommt. Und wenn man jetzt unter Linux ist, hat man zum Beispiel Debian im Einsatz. Im Installer wählt man nur die Sprache, also man wählt das Keyboard aus, allerdings ist dort nur aufgeschlüsselt nach Sprache und keine weitere Konfiguration. Das heißt, man muss in die Oberfläche reingehen, zum Beispiel Cinnamon, und dort gibt es die Keyboard-Settings und hier ist bereits Neo 2 vorinstalliert und kann man auswählen, hier sogar mit einem virtuellen Keyboard visualisiert. Wahrscheinlich werden viele von euch sich am Terminal eher aufhalten und nicht so viel auf grafischen Oberflächen. Das bedeutet, unter Debian kann man dann mit dpkg reconfigure Keyboard Configuration einen Dialog starten, wo man die Keyboard-Einstellungen vornimmt. Als erstes wählt man die Hardware aus, als nächstes wählt man das Layout aus, sprich unter in der Unterkategorie German wählt man Neo 2 aus. Und dann wird noch gefragt, was der Alternate Graphics Key und der Compose Key machen soll. Und schließlich noch die Frage, ob die Tastenkombination, um den X11-Server neu zu starten, auch aktiv sein soll. Dann ist man schon durch den Dialog durchgelaufen und kann Neo 2 nutzen. Wenn man unter Xubuntu ist, hat man auch Keyboard-Settings. Und hier ist es einfach so, dass man unter Keyboard Settings Layout unten das Neo 2 als Keyboard Layout hinzufügt. Und wenn es in der Liste ganz oben erscheint, dann ist es das Default Keyboard. Weitere Technologien, um Tastaturkonfigurationen vorzunehmen, sind X-Compose, mit der kann man den Compose-Key konfigurieren. Jetzt ist es so, dass man natürlich nicht das ganze Tastaturlayout immer den Compose-Key gedrückt halten will, das heißt, das ist nur beschränkt für die Neo 2-Konfiguration nutzbar, sondern relevanter ist hier vielleicht noch X-Modmap, mit dem kann man die X11-Key-Bindings konfigurieren und auf GitHub gibt es die entsprechende Konfigurationsdatei für Neo 2. Jede Installation kommt mit ihren Problemen bei Neo 2. Das ist leider unvermeidbar. Hier habe ich aufgelistet, welche Probleme ich unter Xubuntu, auf welche Probleme ich stoße. Hier haben wir zum Beispiel auf Layer 3 ist dieser Key, wird nur das Zeichen geprintet. Dabei hat es eine spezielle Semantik. Dieser ist nicht verfügbar und einige Zeilen von der Ebene Nummer 6 fehlen. Weiters gibt es solche Probleme wie zum Beispiel unter Sublime Text, wenn man in Sublime Text drinnen ist und das Tastaturlayout wechselt, weil man vielleicht zwischen QWERTY und Neo 2 wechseln muss. Erst dann, wenn das Fenster neu den Fokus bekommt, bekommt Sublime mit, dass sich das Tastaturlayout geändert hat und agiert entsprechend. Ebenso unter dem i3 Window Manager gehen die speziellen Cursor-Tasten von Neo 2 nicht, also auf dem Layer 4 haben wir zusätzliche Cursor-Tasten und diese sind nicht benutzbar, um im i3 auf ein anderes Fenster zu wechseln. Allerdings gibt es halt oft dafür eigene Workarounds, die halt nicht out of the box funktionieren. Windows, ich laufe da nur ganz geschwind drüber. Man erstellt eine Backup-Datei von der bestehenden Konfiguration, legt die DLL-Datei in System32-Verzeichnis, trägt noch gewisse Registry-Entries ein und dann ist unter den Einstellungen Neo 2 auswählbar und zusätzlich muss man noch ein Auto-Hotkey-Skript in Autostart hineinlegen. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz funktioniert nur mit Auto-Hotkey. Diese zwei gibt's und das ist das Setup, das der Christoph nutzt und das sind die Issues, auf die er gestoßen ist. Das klingt natürlich ziemlich schlimm, wenn ich sage, wie kompliziert es zum Installieren ist und welche Issues man dann noch hat. Man muss dazu sagen, es gibt viele Zeichen und auf die werden wir jetzt eingehen und der Großteil funktioniert immer. Gut. Wir gehen jetzt ein auf das Layout und es gibt eben sechs verschiedene Ebenen bei Neo 2. Auf der ersten Ebene sind per Default die lateinischen Zeichen verfügbar. Hier haben wir zum Beispiel in der Grundlinie, es ist jene, wo der Caps Lock liegt, also dort, wo Mod 3 steht. Dort haben wir auf der linken Seite die ganzen Selbstlaute und auf der rechten Seite die häufigsten Konsonanten, die vorkommen. Auf dieser Grundlinie befinden sich normalerweise die Finger und dann, wenn man seltenere Konsonanten benötigt, weicht man von dieser Grundlinie ab.
etwas Besonderes, was für mich sehr charakteristisch ist bei Neo 2. Das J liegt etwas abseits, rechts unten, eingesperrt zwischen Shift und Interpunktationszeichen und ist in der Praxis nicht relevant, aber ist für mich halt signifikant. Daran erkennt man sofort, dass es Neo 2 ist. Weiters haben wir Mod-Keys, mit denen wir in die anderen Ebenen wechseln. Shift ist der einfachste, den kennen wir bereits und es ist einfach nur die zweite Ebene. Mod 3 ermöglicht es noch auf die dritte Ebene zu gehen und Mod 4 auf die vierte Ebene. Und diese Zeilen sind immer für die rechte und linke Hand verfügbar, damit man möglichst ergonomisch Kombinationen drücken kann. Weiters haben wir hier strichliert Kreise dargestellt und drüber oder drunter auch Zeichen. Das sind kombinierende Zeichen, mit denen man diakritische Zeichen auf bestehende Buchstaben draufsetzen kann. Ebene 2, dort haben wir das große SZ. Das ist gar nicht verfügbar auf der deutschen Tastatur. Also wenn ihr Shift drückt und das scharfe S auswählt, dann bekommt ihr sogar das großgeschriebene scharfe S. Und zu guter Letzt noch ist zu erwähnen, auf Layer 1 haben wir den Hyphen gesehen, beziehungsweise Minus, das ist das normale Zeichen. Aber hier gibt es auch den Halbgeviert oder den Geviertstrich rechts oben beziehungsweise rechts unten. Und mit denen ist es halt möglich, auch Zeitbereiche und sowas korrekt typografisch zu setzen. Der Geviert, der lange Strich, der EM-Dash auf Englisch, der ist allerdings nur in der englischen Typografie üblich. Gut, zur Ebene 3, da wird es jetzt zeichenmäßig interessant. Wer von euch programmiert, sieht vielleicht sämtliche Sonderzeichen, die ihr brauchen könntet und viele weitere sind da hier direkt im Hauptfeld. Bei QWERTY und QWERTS ist oft der Fall, dass man auf Sonderzeichen, dass die Hand das Hauptfeld verlassen muss, um das Sonderzeichen zu treffen. Das ist in dem Fall nicht so. Schönes Beispiel, wer mit QWERTS programmiert, der Backslash liegt in dem Fall direkt unter dem kleinen Finger, noch dazu in der Grundlinie, während auf QWERTS quasi weit weg unter dem scharfen S liegt. Weiters fällt auf, da geht es wieder um die Einprägsamkeit, die Klammerpaare. Klammern treten immer nur zu zweit auf, nämlich immer links die öffnende, rechts die schließende. Genauso bei Backslash und Slash. Okay, noch was auffällt, ist links vom Backspace, also rechts oben, und der Key direkt darunter, die bleiben in jeder Ebene kombinierte Zeichen. Wiederum die Einprägsamkeit. Man muss weitaus weniger suchen, wenn man sie finden will. Zur Ebene 4. Wir haben einerseits ein Ziffernfeld, wiederum direkt im Hauptfeld. Andererseits, eh schon angesprochen, die Pfeiltasten direkt im Hauptfeld. Rundherum liegen noch jede Menge Steuerzeichen. Wir sehen rund um den Pfeil nach oben, links davon nochmal ein Backspace, rechts davon entfernen. Interessant ist zu erwähnen, es hat Sinn, dass das Backspace links ist, weil Backspace beeinflusst das Zeichen links von meiner aktuellen Position, entfernen wiederum das Zeichen rechts davon. Weiters haben wir Enter, wir haben Tab, wir haben Escape, alles im Hauptfeld. Für mich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich wirklich schreibe, ich bewege meine Hände vom Hauptfeld nicht mehr weg, was bei anderen Layouts notwendig ist. Genau, dann gehen wir zu Ebene 5. Dort haben wir vor allem das griechische Alphabet vorzufinden. Wieder die Frage, wie merkt man sich, wo die Position ist? Das ist sehr einfach, weil man im Lateinischen zum Beispiel das A hat und bei Neo 2 weiß man die Position vom A und wo wird jetzt das griechische Äquivalent liegen, das Alpha, genau an derselben Position, nur in Layer 5. Das zieht sich für alle Zeichen durch. Natürlich gibt es da noch Varianten von bestehenden Zeichen, also das griechische Alphabet hat 24 Zeichen und noch stilistische zusätzliche Varianten. Hier haben wir zum Beispiel das wortabschließende Sigma, dann das runde Rho, dann haben wir noch das lunarische Epsilon, das geschlossene Phi und kalligraphisches Theta und auch die das kursive Kappa. Die sind halt oft auch für technische Anwendungen notwendig. Zusätzlich haben wir zwei Zeichen auf dieser Ebene, die haben ein Vorhängeschloss dabei. Was könnte das bedeuten? Das sind Non-Breaking Characters. Es gibt den normalen Hyphen, allerdings gibt es noch zusätzlich den Non-Breaking Hyphen.
Und der hat die Zusatzsemantik für ein Textsatzsystem, das an dieser Stelle einen automatischen Zeilenbruch nicht machen sollte. Er sollte lieber das Wort zusammen behalten, wenn es in der Mitte einen Hyphen drinnen hat, weil es typografisch schlecht wäre, hier den Zeilenumbruch durchzuführen. Auf Ebene 6 finden wir das Äquivalent für groß, also ein großes griechisches Alphabet. Und man sieht hier, dass viele Zeichen vorkommen, die charakteristisch sind fürs Griechische, und diejenigen Zeichen, die visuell ein lateinisches Äquivalent besitzen, die fehlen. Hier wird Platz gespart, weil man benötigt viel eher die technischen oder mathematischen Zeichen, wie zum Beispiel die Quantoren oder auch Mengenoperationssymbole. Und ein nicht-griechisches Zeichen, was die Techniker unter euch auch erkennen werden, ist das spatielle Ableitungssymbol. Bei den Pfeilen ist es so, sie sind in verschiedenen Varianten vorhanden, oft allerdings nur die Zeichen nach rechts und die linken Äquivalenten fehlen leider. Ein konkreter Use Case, der mich motiviert hat, Neo 2 zu lernen, ist, dass in Österreich sehr oft die Kampfkunst genannt wird Aikido. Das ist die falsche Intonation. Es wäre korrekt zu sagen Aikido, weil das O ist langgezogen, und wenn man jetzt aus dem Japanischen mit Hepburn die Romanisierung schreibt, dann schreibt man auch über dem O einen langen Strich, um diese Intonation zu betonen. Mit Neo 2 kann ich jetzt neben am Backspace, befindet sich da das kombinierende Zeichen für den Strich, das kann man nutzen, um Aikido korrekt zu schreiben. Jetzt kommen wir zu unserem Erfahrungsbericht, weil wir beide Neo 2 gelernt haben und nutzen. Und wie sind wir dazu gekommen und wie wird man Neo 2 User? Für mich war es die Motivation, ein ergonomisches Tastaturlayout zu tippen, weil ich habe an einem Tag sehr viel HTML geschrieben, und da wechselt man immer mit einem kleinen Finger dann hinunter zu den kleiner und größer Zeichen, um HTML zu schreiben. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein kleiner Finger, ja, der meldet sich, das ist nicht so angenehm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und bin auf Dvorak und Neo 2 gestoßen. Und Neo 2 hat einfach das Feature, dass man mehr Zeichen darstellen kann. Und auf diese Weise hat Neo 2 gegenüber Dvorak gewonnen. Für mich war es irgendwie so, im Jahr 2019 oder so habe ich beliebig zwischen deutscher und englischer Tastatur wechseln können, weil Programmieren ist schrecklich unter der deutschen Tastatur, das will ich heute überhaupt nicht mehr. Es geht viel besser unter der englischen. Und im Jahr 2011 bin ich zu Neo gestoßen. Und mein Ansatz war jetzt, ich wirf einmal K-Touch an, mache damit die Übungen und dann nehme ich das ausgedruckte Layout liegen, falls ich irgendwas nachschlagen will. Wie schaut K-Touch aus? Da gibt es solche Übungen, dass man sagt, man hat immer dieselben Zeichen und da merkt man sich die Position und dann mischen sich einzelne andere Zeichen hinein, und auf diese Weise beginnt man langsam so Kombinationen sich einzuprägen. Clavaro ist eine andere Software, habe ich selbst nicht benutzt, allerdings ist es auch sehr ausgereifte Software und auch zu empfehlen. So, wie schaut jetzt noch einmal die Zeitleiste aus? 2011 das erste Mal drüber gestolpert und dann habe ich probiert, das zu lernen. Und ich habe diese Übungen gemacht und das hat mich überhaupt nicht dazu gebracht, jetzt produktiv Texte damit zu schreiben. Ich brauche viel zu lang, um irgendwelche Konsonanten da zu finden, die abseits der Grundlinie liegen. Und genau derselbe Prozess gibt es 2013 noch einmal und 2018. Und der Chris hat sich dann Neo 2 angeschaut und damit übergebe ich dir mal. Und genau da kam ich ins Spiel. Das war in einer Vorlesung. Ich sitze irgendwo hinterm Lukas und schaue ihm zu beim E-Mails beantworten. Ich habe zu dem Zeitpunkt gewusst, er ist Softwareentwickler und dementsprechend war mir klar, er kann doch schreiben. Nur hat er seine E-Mails so langsam geschrieben, dass ich mir gedacht habe, da passt was nicht. Habe ihn darauf angesprochen, habe von Neo erfahren, habe beschlossen, das ist cool. Und habe mal gegoogelt. Ich habe dann DIP 10 kennengelernt, das ist das von Clavaro oder K-Touch? K-Touch. K-Touch, von K-Touch die Online-Alternative.
schaut so aus, man hat an, also für den Anfang, man sieht das Layout der Tastatur vor sich, man kriegt irgendwelche Worte hingeworfen und muss die abtippen. Anfänglich, in dem Fall, ich muss jetzt ein O tippen, das heißt, mir wird sogar angezeigt, welcher Buchstabe, wo liegt der, mit welchem Finger muss ich wohin. Mit der Zeit kann man das dann ausschalten, also nach und nach die Hilfen wegschalten, irgendwann ist dann nur noch die oberste Zeile da und man schreibt so vor sich hin. Tipp 10 bietet eine nette Statistik, ich habe mir das angeschaut, es sind ungefähr 20 Lektionen. Ich habe knapp 200 Mal habe ich die insgesamt durchgeführt. Das hat mich ungefähr 9 Stunden gekostet, dann war ich fertig. Ich habe mir gedacht, gut, die ersten 2 Ebenen gehen, was jetzt? Ich bin eindeutig noch nicht schnell genug, um das produktiv zu nutzen, aber da hier weitermachen ist auch Fahrt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade eine meiner Mathematikvorschriften in LaTeX abgetippt. Wer LaTeX kennt und in LaTeX Mathematik schreibt, man braucht viele Sonderzeichen. Ich habe damit begonnen, es ist unglaublich langsam vorangegangen, aber nachdem ich fertig war mit dem ersten Skript, habe ich schnell schreiben können und die dritte Ebene auch gleich dazu. Genau, und ich habe halt gesehen, wie schnell der Chris das gelernt hat und habe mich gewundert, was ich über Jahre nicht geschafft habe, hat er in wenigen Wochen geschafft. Und deshalb haben wir uns halt ausgetauscht, wie funktioniert das überhaupt. Man kann so gewisse Ebenen von Achievements, zumindest für mich so definieren. Als erstes habe ich E-Mails in normaler Geschwindigkeit irgendwie im Oktober schreiben können, dann in Chats ist man mehr gefordert, weil man sozusagen synchron immer agieren muss, was der Chatpartner gerade schreibt. Und dann die wirkliche Challenge ist natürlich Mathematikvorlesungen in LaTeX, so wie du es schon erwähnt hast, mitzuschreiben. Und das hat dann im Februar geklappt diesen Jahres. Ich möchte dazu erwähnen, das ist ein rein motorischer Skill. Also das Adler-Auch-System, dass ich einen Finger habe und jetzt irgendwo hintippe, ich habe keine Ahnung, was da für ein Buchstabe herauskommt. Es funktioniert wirklich nur, ich weiß, wenn meine Finger hier sind, wie weit ich meine Finger bewegen muss, um einen gewissen Buchstaben zu erreichen. Aber wenn ich jetzt nur eine Hand zur Verfügung habe oder so, ist es echt schwer, weil das ist wirklich nur ein Gefühl, wie weit ich meine Finger bewegen muss. Das Schlimmste am Lernen sind Tastenkürzel. Normaler Text ist ganz okay und sowas, aber Tastenkürzel fühlen sich an für mich wie Reflexe. Und zum Beispiel im Browser ist wahrscheinlich bekannt, dass mit Steuerung T ein neuer Tab geöffnet wird. Jetzt wechseln wir auf Neo 2. Was befindet sich dort? Steuerung W, einen Tab zu schließen. Also es war anstrengend, sich das umzutrainieren. Ich möchte dazu erwähnen, Geschwindigkeit ist ein ganz eigenes Thema, wo man sich dazusetzen kann und das trainieren kann. Vielleicht beschäftigen wir uns auch damit. Ich bin damit zufrieden, dass ich jetzt in normaler Geschwindigkeit mal tippen kann. Und es ist einfach ergonomisch angenehmer, mit Neo 2 zu tippen. Ich möchte auch dazu erwähnen, dass die Community sehr klein ist. Also bestenfalls tauchen noch Fragen auf Reddit auf. Auf diesem Event mit Leuten, die ich bisher gesprochen habe, gibt es insgesamt 4 Benutzer. Ich bin natürlich sehr froh, neue Benutzer kennenzulernen. 4 habe ich bisher getroffen. Also, abschließender Erfahrungsbericht. Erstens, lasst eure bisherige Tastaturbelegung auf der Seite und nutzt nur Neo 2 für einen gewissen beschränkten Zeitraum. Das ist einmal notwendig, dass ihr euer Gehirn darin adaptiert, Neo 2 zu nutzen. Und dann könnt ihr wieder beginnen, das andere Tastaturlayout zu integrieren. Und diese einzelnen Übungen, wo ihr dauernd dasselbe Zeichen eingibt und dann einzelne auf andere Zeichen wieder wechselt, die sind zwar ganz nett, aber versucht es damit möglichst schnell wegzukommen. Es ist viel wichtiger, Wörter, die ihr oft verwendet, LS, CD, WIM und sonstiges auf der Kommandozeile, dass ihr die Kombinationen wirklich gut könnt, das ist viel wichtiger als die anderen Übungen. Übrigens kann man das auch mit Clavaro abdecken, weil dort kann man auch Texte damit angeben, nicht nur diese Kombinationen von einzelnen Zeichen. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir stehen natürlich für Fragen zur Verfügung und abschließend ist zu sagen, thanks.
Wie machen wir? Frage wiederholen oder kriegen wir ein Mikro? Ah. Danke. Ich möchte nur zuerst kurz eine Schleichwerbung machen. Also ich werde heute um 15 Uhr bei den Lightning Talks auch eine Tastaturbelegung vorstellen, nämlich die T2-Belegung, die basiert auf Querz, ist aber auch erweitert und dann kann man zusätzliche Zeichen eingeben. Und jetzt die Frage, gibt es fertige Tastaturen, die die Beschriftung haben von Neo? Ja. Das ist natürlich eine... Ja, kannst du gern. Nein, gibt es nicht. Es gibt zu wenig User, als dass ich das aufzahlen würde, sowas zu bauen. Genau, man kann die Tasten umstecken, aber also bei manchen Tastaturen, aber im Endeffekt nein. Also keine vorgefertigten. Der übliche Ansatz ist, dass man die bestehende Tastatur lässt und dann kauft man sich Sticker, wo man die Sticker auf die Tasten klebt und dann die korrekte Beschreibung hinaufgeht. Ist halt eine einfache, temporäre Lösung. Es gäbe ja das Keyboard ohne Beschriftung. Dann lernt man das Tippen viel schneller. Meine Frage wäre, wenn ihr beim Rechner von jemand anderem arbeiten müsst, wo das Tastaturlayout nicht installiert ist, wie macht man das? Kann man sich da schnell umstellen? Weil ich habe zum Beispiel schon Probleme zwischen Deutsch und Englisch hin und her zu schalten. Darf ich beantworten? Weil da gibt es einen lustigen Unterschied zwischen uns. Chris ist rein jetzt auf Neo 2 unterwegs. Ich sitze bei den Kunden drinnen und die haben ihre Tastaturbelegung konfiguriert. Zum konkreten Problem mit englisch und deutscher Tastatur, für mich ist das ein Schalter im Gehirn. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich habe immer im Kopf, bin ich gerade auf deutscher oder englischer Tastatur und dann geht es eigentlich zwischen denen zu wechseln. Und ich habe es eben so dargestellt, einmal dediziert, einen beschränkten Zeitraum, wirklich nur Neo 2, das ist notwendig. Und danach habe ich begonnen, wieder zu wechseln zwischen QWERTY und Neo 2. Und dadurch kann ich heute ziemlich, ist wieder ein weiterer Schalter nur im Gehirn, damit ich weiß, auf welcher Tastaturbelegung ich gerade bin und kann damit recht einfach hin und her wechseln. Also für mich ist es kein Problem. Kann ich leider. Darf ich auch noch was dazu sagen? Bei mir ist tatsächlich so, QWERTY geht gar nicht mehr. Ich hoffe einfach in dem Fall, wenn ich zu wem komme und auf einem fremden Computer arbeiten muss, entweder, dass ich halt über die grafische Oberfläche mit der Maus arbeite oder wenn es wirklich viel zum Tippen ist, es gibt unter Windows dieses Auto-Hotkey-Skript, das funktioniert out of the box. Das heißt, ich habe einen USB-Stick dran, ich starte das Ding und tippe mit Neo ganz normal. Wenn man das jetzt so in Zahlen fassen würde, wie viel schneller könnte man in Neo jetzt Wörter pro Minute zum Beispiel schreiben als an einer Querztastatur, wenn du jetzt wirklich gut bist oder Sekretärin oder so, die viel schreibt? Ist durchaus eine berechtigte Frage und interessant. Ich kann leider aus eigener Erfahrung nichts dazu sagen, weil ich nicht auf Geschwindigkeit jetzt getrimmt habe. Es gibt natürlich Statistiken, man muss natürlich das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Dasselbe wie das Tastaturlayouts dazu führen können, dass Sehnenscheidenentzündungen und sowas entstehen, das sind ein bisschen alles Mythen. Letztendlich ist es wichtig, sich hinzusetzen und einfach auf Geschwindigkeit zu trainieren. Allerdings, wie jetzt jede Person, auf welche Geschwindigkeit sie kommt, glaube ich, variiert einfach sehr stark. Deshalb ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, solche Statistiken zu nennen. Und im Konkreten habe ich auch keine im Kopf. Persönlicher Erfahrungsbericht dazu. Ich weiß nicht, wie schnell ich mit QWERTY war. Ganz sicher nicht so schnell. Ich habe jetzt letztens mit Neo probiert. Ich schaffe knapp 400 Anschläge pro Minute. Hm. 600 so irgendwie gilt als Limit oder so, gell? Ich glaube. Das wäre nicht schlecht. Ja. Gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Falls jemand Fragen hat, wir sind noch am Event. Danke.